Es ist schon soweit, Wahlkampfzeit, und Finanzminister Olaf Scholz will mal wieder eine Vermögenssteuer einführen. Dazu später mehr. Das Thema der Woche war der Crash, also der an den Aktienmärkten, also der, der noch kommen soll. Man wird ja immer damit konfrontiert, dass die Aktienmärkte viel zu teuer sind. Aber jetzt gucken wir nochmal auf die andere Seite, auf die dunkle Seite der Finanzmärkte, auf die Anleihenmärkte. Die sind ja erstens noch teurer. Und dann ist die Frage, ob denn die großen Preise für Staatsanleihenmärkte wirklich gerechtfertigt sind, wenn man weiß, dass die Überschuldung ja so dramatisch ist, dass man sie eigentlich nicht mehr zurückzahlen kann. Das Thema vertiefen wir jetzt in der Sendung. Zudem schauen wir auf zwei Top-Empfehlungen, BlackRock und Platin. Das alles jetzt bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Die Märkte haben wegen steigender Zinsen für US-Staatsanleihen und einer womöglich steigenden Inflation Angst, dass die Notenbanken bald an der Leitzinsschraube drehen könnten. Aber ist das realistisch? Wenn die Notenbanken am Morgen die Zinsen erhöhen, da haben wir am Mittag einen Aktiencrash und am Abend dann einen Konjunkturcrash. Das will niemand mehr. Genau das haben wir ja gesehen im Vorfeld der Finanzkrise 2008. Das wird man nicht wiederholen. Oder anders ausgedrückt, aus der geldpolitischen Rettungsnummer kommt man nicht mehr raus. Man kann die Zinsen nicht mehr steigen lassen. Ich sage aber auch, das hat mit Stabilität nichts mehr zu tun. Aber auch mit dieser Instabilität muss man ja leben. Und mein Eindruck ist, am Aktienmarkt kann man ganz gut damit überleben. Wir sprechen gleich weiter über die enorme Schuldenlast und über die Fantasien der Steuererhöhung. Jetzt erst einmal der Veranstaltungshinweis. Wenn ihr euer Tradingwissen vertiefen wollt, könnt ihr das bequem von zu Hause oder dem Büro aus jederzeit tun mit den kostenlosen Webinaren der Trading House Börsenakademie. Die nächsten beiden Termine am 2. und 6. April jeweils um 19 Uhr großer Marktausblick mit dem Portfolio-Manager André Stagge. Er gibt einen praktischen Einblick, wie ein erfahrener Fondsmanager am Markt agiert. Meldet euch am besten jetzt an unter trading-haus.de. Mittlerweile werden ja Billionen an Schulden aufgenommen durch die eigentlich politisch ja so unabhängigen Notenbanken. Ist das der eigentliche Crash, der mal auf uns zukommt, der des Finanzsystems? Und wer soll die Billionen an Schulden jemals zurückzahlen? Man kann es nicht mehr zurückzahlen. Wir haben im letzten Jahr leider 20 Billionen neue Schulden weltweit gemacht. Das kann man nicht mehr zurückzahlen. Das heißt, die Notenbanken sind gezwungen, die Zinsen günstig zu halten, mit ihren Aufkaufpraxis auch weiterhin die Staatsverschuldung geschmeidig zu halten. Es gibt ja schon Modelle, was man denn macht, wenn das alles nicht mehr funktioniert. Da werden die Notenbanken zu Bad Banks, zur Mülldeponie, wo die alten Staatsanleihen quasi entsorgt werden. Ja, und dann schaut man dann 20, 30, 40 Jahren mal auf die Situation, wie sie dann ist. Aber man wird sicherlich nicht mehr es hinbekommen, dass man mit Steuererhöhung oder mit den Nachkommengenerationen, dass man denen so viel Geld abknüpft, dass die Staatsschulden wieder einigermaßen ausgeglichen sind. Das geht nicht mehr. Der Zug ist einfach abgefahren. Und dann ist da noch Finanzminister Olaf Scholz, der ja bekannt ist für seine Abneigung gegen die Finanzmärkte und sein Geld lieber auf dem Sparbuch bunkert. Er holt mal wieder einen Karlauer der SPD heraus, die Vermögenssteuer. Ob der Genosse damit die Wähler erreichen wird? Steuererhöhungen, jetzt gerade, wir haben Wahlkampf in diesem Jahr, da kann ein bisschen Klassenkampf sicherlich nicht schaden, aber das ist eine falsche Politik, denn die Steuern treffen ja die Besserverdienenden, die aber auch schon Facharbeiter sind. Und Steuererhöhungen treffen auch den Mittelstand, die Unternehmen, die vom einzelnen Menschen geführt werden. Und das sind auch die im Mittelstand, die Arbeitsplätze schaffen. Den kann man doch nicht ins Gesicht schlagen. Das sollte man nicht machen. Und mein Eindruck ist, Deutschland hat doch schon sehr hohe Steuern. Wie viele Unternehmen kommen nicht nach Deutschland, weil die Steuern zu hoch sind? Wie viele Unternehmen wandern ab, weil die Steuern zu hoch sind? Da brauchen wir nicht noch mehr Steuererhöhungen. Wir brauchen kein gerechtes Steuersystem im ideologischen, moralisch, politisch korrekten Stil, sondern ein leistungsgerechtes. Immer gemäß der sozialen Marktwirtschaft. Die Wirtschaft muss laufen, innovativ sein, sie muss leistungsgerecht sein, dann kann sie auch Sozialleistungen bezahlen. Das nennt man soziale Marktwirtschaft, à la Ludwig Erhard, Wohlstand für alle.
Darauf sollte man achten und man kann dankbar sein, wenn der Wahlkampf vorbei ist und dass solche kruden Ideen bitte sich nicht in die Wahrheit überführen lassen. Und wir schauen auf die Top-Empfehlungen, zuerst auf BlackRock. Der weltgrößte Vermögensverwalter, der hat auch von der Rallye an den Aktienmärkten profitiert. Doch es gibt da einige Haare in der Suppe. Die Analysten sehen deswegen hier eine Short-Chance. Die für ein mustergültiges Verkaufssignal entscheidende Kursmarke verläuft bei $684,70. Erst wenn diese nachhaltig und mindestens per Tagesschlusskurs unterschritten wird, steigen die Chancen auf eine Konsolidierungsbewegung zunächst in den Bereich von $650 an. Darunter könnten sogar noch einmal die Stände von Anfang 2018 bei $593,50 angesteuert werden. Für dieses Szenario würde sich dann ein klares Short-Investment anbieten. Solange jedoch der Bereich zwischen 684,70 und 737,7 nicht verlassen wird, bleibt das Papier zunächst als neutral zu bewerten. In den letzten Monaten haben Rohstoffe durch die Erholung der Weltwirtschaft wieder kräftig zugelegt. So war das auch nach Platin, nach der Bodenbildung. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen deswegen eine Long-Chance. Sobald das Unterstützungsniveau zwischen 1194 und 1220 US-Dollar unterschritten wird, dürfte sich die laufende Konsolidierung in dem Bereich von grob 1153 US-Dollar fortsetzen. Darunter findet der Platin Future um $1075 einen weiteren Support vor. Letzteres Niveau würde sich gut für einen Wiedereinstieg in Long-Positionen anbieten. Übergeordnete Ziele lassen sich nach technischer Auswertung nämlich um 1420 US-Dollar für Platin ableiten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.